Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 9. Im letzten Part haben wir die Pestilenz aufgehalten. Der Dämon naht und Michi beschließt, die Herberge aufzusuchen, um sich auszuholen. Und Katharina geholfen, ihn in den Himmel zu bekommen am nächsten Morgen. Dass sie in den Himmel kommt und was wir jetzt machen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. So. Das ist guten Morgen oder wohl eher guten Nachmittag. Das ist noch ein schöner Nachmittag. Alle Leute scheinen wieder viel fröhlicher zu sein. Ja, wir haben jetzt ihm da geholfen. So, wir haben es geschafft, Michi. Wir haben es verflippt nochmal geschafft. Du kannst vielleicht nicht sehen, aber hier ist überall Benefit, soweit die Augen reichen. Du verdienst echt eine Beförderung dafür, so viele Leute glücklich zu machen. Du bist ein richtiger Überflieger. Oh, Verzeihung. Hey, jetzt können wir zum Sternenexpress wieder in Gang setzen. Alle Mann an Bord. Komm schon, lass uns schnell zurückkehren. Voller Saft voraus. Ja, ich würde gern... Was ist mit der Belohnung, die was wir kriegen? Ich denke nur an das an. Kriegen wir überhaupt noch eine Belohnung? Ich würde gerne ihn fragen, ob wir jetzt noch eine Belohnung kriegen. Für das, was wir jetzt alles gemacht haben. Hallo, was ist mit der Belohnung eigentlich? Mal sehen, heißt das Hüter und das Stern? Ach, was weiß ich. Oh, ich habe gerade dahin versucht, einer dieser alten Dinge zu lesen. Hier steht es hier jede Menge davon herum. Haben Sie gesehen, aber vielleicht mal war kürzlich hier. Erfahrst du irgendwas davon, dass er sein bisherigen Verhalten bedauern würde und so wie das Zeug. Und obendrein fragte noch, ob er alle meine Manuskripte ausbauen könnte. Das war ihm wirklich sprachlos. Der Mann hat vielleicht Nerven. Ach ja, ich hätte es fast vergessen. Ihr bekommt ja noch eine Belohnung für euren Auftrag als Begleitschuss. Mal sehen, würde euch dies jeder Haarband gefallen? Das ist bestimmt sehr nützlich auf euren Heißen. Hier, es geht euch. Ich habe ganz vergessen, dass es so irgendwie... Ich weiß nicht, wie stark das war. Ich glaube, das war nicht so übermäßig. Das war ein Haarband. Das habe ich vergessen. Federhaarband. 78. Yay, schön. Dann tun wir das auf den ausrüsten. Jetzt bin ich modisch auf dem neuesten Stand. Ich habe eine Feder auf dem Kopf. Oh Mann. Ich habe vergessen, dass es nur so was Kleines war. Schaut schön aus. Jetzt bin ich geschützt auf dem Kopf. Also wenn mir jetzt was auf den Kopf fliegt, kann mir nichts mehr passieren. So. Warte, ich muss ein bisschen Sternexpress jetzt tauschen. Das heißt, ich muss jetzt wieder in die Richtung. Da links oben war ja nur das... die Pestilenz. Ich glaube, ich muss da jetzt wirklich nichts mehr machen. Ich glaube, da habe ich jetzt soweit alles, was wir machen könnten. Konnten. Glaube ich sogar. Wo gehe ich denn hin? Geht's weg. Na, ich mag jetzt nicht kämpfen, geh weg. Ich schau trotzdem, dass wir ein bisschen EP mitnehmen. Wenn uns dann welche angreifen, dann nehmen wir die EP auch mit. Sind eh zwar noch nicht Level 14, sehe ich gerade. Ja, stimmt ja, die sind ja beim Kampf gegen die Pestilenz gestorben und da war ja was. So, ich frage euch sicher, was da rechts unten bei der Brücke da ist, also wenn man die Brücke überquert. Ich glaube, da ist nur ein Strand mit extremen Gegnern, wenn ich mich nicht täusche. Da kann man Gegner sehen, die was man sonst nicht sieht, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja, das Monster-Tagebuch mag ich nicht vervollständigen, das ist nicht mein Ziel. Ich mag das Spiel... Ich mag es jetzt auch nicht durchkotzen oder so, ich mag einfach nur, dass das ein schönes Display ist und... Ja, ein schönes Display will ich haben. Es wird eher ein langes Display, also von dem her. Es wird halt auch sehr viel off... Also,
also wenn ich nicht aufnehme, wird das sehr viel gegrindet auf jeden Fall. Für Levels, für Geld, für alles halt einfach. Also gegrindet muss, also Geld holen, EP und so, muss man mehr außerhalb eines Parts, weil das ist ein bisschen langweilig, finde ich. Das mag ich nicht alles drin haben. So, schauen wir mal, ob der Stern Express jetzt fliegen kann. Sonst weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergeht. Die sieht hier aus, als könnte sie ein bisschen aufmuntern vertragen. Ewige, sie ist ein Geist. Sie muss ein Geist sein. Frag doch mal, was los ist. Sie braucht wohl ein Ohr zum Ausweinen. Hier ist er nicht. Was? Und hier auch nicht. Wie charmant, das war ja wohl eiskalte Schultern, die mir die Gute da gezeigt hat. Verfügt schlechte Manieren. Aber egal, wir haben wichtige zu tun. Zeit für einen Ausflug mit dem Sternenexpress. Falls er diesmal geht. Komm schon, hopp hopp. Ohne deine Hilfe kommt der alte Rostheimer E-Mail in Fahrt. Hilf ihn auf den Sprung. Juhu, schau nur, der Expans scheint dich endgültig zum Kreis der Himmlischen zu zählen, Michel. Es funktioniert und jetzt ab nach Hause. Natürlich kein Problem für die prima Pilotin des Sternexpresses. Jetzt muss ich nur noch die Koordinaten in den Steuerungen da drüben einprogrammieren und schon geht's los. Denn wieso fliegt sie nicht einfach hin? Wieso muss ich das selber machen? Ja, also ich muss eigentlich nur noch in der Steuerpult hopsen und dann heißt das nächste halt Observatorium. Wir haben es ja gar nicht eilig, oder? Wenn du noch was erleben willst, also ich kann warten, mach mir nichts aus. Ja, tun wir gleich heißen. Oh wirklich? Tja, also na gut, geht klar, Captain. Volldampf aus und jetzt besser nicht nachdenken. Ja, wir haben nichts mehr zu machen da. Und dann mal los und Abflug. So gibt man Koordinaten ein, das mache ich auch immer. Wenn ich mit dem Auto fahre, ist das erste Treffer. Mal sehen. Den hier mal bewegen und dann den da. Und kennst du dich überhaupt aus, was du da machst? Und auf einmal sind Waggons da. Woher kommen die? Woher kommen die? Haha, geschafft. Ich hab's geschafft. Aber das ist natürlich nichts Besonderes. Immerhin bin ich ja die staunenswerte Steuerfrau des Sternenexpresses. Bam. Tot. Also dann, Observatoren, willkommen. Juhu. Bam. Das schaut so aus, als würde sie sich überhaupt nicht auskennen. Sie haut einfach nur drauf. Was das nächste Mal auch, wenn ich... Gehe ich mal zum Schaffner und frage, darf ich hier einen Zug steuern? Dann sage ich, ob ich mich auskenne. Ja, warte, probier's mal. Bam, bam, bam. Mächtiger Architekt, oh wo, Said, das hier, Gewehr und Schutz in diesen bewegten Zeiten, wir fürchten um die Sicherheit des Observatoriums. Kann das wirklich sein? Wie schnell doch unser frommer Gebet erhört wurden. Thank you.
Er würde sich, glaube ich, nicht so freuen, wenn ich da aussteige. Der Scheißpreis ist eingetroffen, um uns zur Erlösung zu geleiten. Aber das mal, also steigt jemand aus. Bei den Sternen! Michi, du bist es. Aber was machst du denn an Bord des? Was ist denn das? Deine Flügel, dein Glorienschein, welch Unglück ist dir widerfahren, mein Kind? Du hast die Flügel beim Sturz von Observatoren verloren, der Stern-Express ist dir zur Hilfe gekommen. Aber wo sind die anderen Himmlischen, die sich in das Reich dort unten aufgemacht haben? Wann bist nur du zurückgekehrt? Vergib mir, mein Kind, dein Heimkehren ist mir als Grund genug, den Allmächtigen für seine Güte zu danken. Und jetzt erzähl uns bitte, was im Hoktato vor sich geht. Also genau weiß ich das nicht. Die Neuigkeiten, dass Michi mich sicher heimgekehrt ist, spricht sich immer so dann schnell herum. Ja, ich weiß, da war ein Haar. Er erzählt Abbas Meyer, wie er seine Flügel und seinen Glorienschein beim Fall in die Welt unten verloren hat. Und berichtet von den vielen seltsamen Dingen, die dort jetzt vor sich gehen. Dann wurde das Protektorat von den gleichen Lichtstrahlen wie neulich das Observatorium getroffen. Du erinnerst dich doch sicher noch gut an diesen Tag, als Yggdrasil endlich Früchte getragen hat. Dieses schändliche Licht aus der Welt unten hat unser Reich sogar den Sternexpress durchdrungen. Und die Fügen Yggdrasil, heilige Früchte, sie wurden uns entrissen, genau wie du, Michi. Viele von uns stiegen dann in das. Auf die Erde, sage ich jetzt mal. Auf die Erde hinab und haben sich innen unter Quelle des Ankers gesucht. Aber leider bist bis jetzt nur du allein zurückgekehrt. Ja, leider. Sorgen uns sehr um die Vermissten, aber wir sind auch erleichtert, dich wieder bei uns zu wissen. Du solltest Yggdrasil für deine sichere Heimkehr danken. Geh ihm bitte in ein Dankesgebet für deine Rettung da. Vielleicht gibt er dir sogar deine wahre himmlische Gestalt zurück. Die Gegenwart kommt nicht wieder. Michi, geh nun, möge der Allmächtige dich segnen. Also dann, ich bin hier fertig. Ich habe Michi wie versprochen wohl verseht im Observatorium abgeliefert. Wie sagt man gleich, gute Dinge will alle haben. Ich muss los, alles Gute und so. War eine schöne Zeit mit dir, Michi. Vielleicht ein bisschen kurz, bis dann. Ja, das war ein schnelles Projekt, also. Ja, Wahnsinn. Es ist natürlich nicht vorbei, was erwartet sie? Das wird noch länger gehen und ich gehe, gerade weil ich falsch gehe, wird es noch länger dauern. Ich kann euch jetzt schon verraten, auch wenn es ein Spoiler ist, aber wir sind gleich oben. Wir werden unsere Flügel nicht bekommen. Ich weiß, es ist ein großer Spoiler, wow. Aber wir werden jetzt unsere Flügel noch nicht bekommen. Aber ob wir es überhaupt bekommen, das sage ich nicht. Das ist ein viel zu großer Spoiler. Aber wir werden sie jetzt auf jeden Fall noch nicht bekommen. Aber was wir machen müssen, verrate ich dennoch nicht. Das wird sich, glaube ich, gleich danach herausstellen, was ich weiß. Nicht, dass ich ein Gebet da bitten. Michi bittet inbrünstig am Fuße des mächtigen Yggdrasil, den Weltenbaum. Er bittet so lange und inständig, bis er in einen tiefen Schlaf fällt. Irgendwie schlafe ich bei fast jedem Spiel, egal welches Spiel es ist, ich schlafe. Sagte, die Sterblichen sind nicht würdig, mein Königreich zu bevölkern. Die Sünde der Gier, der Lüge und der Unaufrichtigkeit wütet wie eine Plage unter ihnen. Sie kamen aus der Asche und dorthin werde ich sie zurückkehren lassen.
bitte dich, verschone sie. Du wagst es mir zu widersprechen? Vater, ich glaube an die Sterblichen. Du darfst die Welt nicht zerstören, ich bitte dich. Schweig! Du kannst mich nicht umstimmen, ich werde die Sterblichen auslöschen. Vater, ich glaube an die Sterblichen. Diese Form nehme ich zum Schutz der Sterblichen und ihrer Wälder. Ich werde sie vor deinem Zorn bewahren. Das war das werden. Ich erwachte aus einem seltsamen Traum. Ich habe mir gedacht, das ist der schönste Traum meines Lebens. Trotz seiner Gebete hielt Michi seine Flügel und den Chlorenschein nicht zurück. Aber dann hörte er eine mysteriöse Stimme. Michi, himmlischer Hüter, es freut uns, dass du zurück zum Orbitatorium gefunden hast. Wenn du ohne Flügel und Chlorenschein so uns zurückgefunden hast, musst du wohl vom Schicksal auserwählt sein. Michi, ich werde dir den Weg eröffnen. Dieser Baum weist ja den Weg zu deinem nächsten Bestimmungsort. Und geschätzte Michi, ich verleihe dir hiermit eine magische Gabe. Mit Hilfe dieses Zaubers kannst du ohne Zeitverlust an jeden Ort reisen, den du schon einmal besucht hast. Gelernt, Teleportation. Einer der wichtigsten Zauber. Weil man kann wirklich überall. Ich, himmlischer Hütte, kehre nun zurück in das Reich der Sterblichen. Lass dich von Sternenbesser in ihre Welt da unten geleiten und suche nach den dort verstreuten Flügeln. Tu dies, Michi, und unser aller sterblichen Willen für ihre Errettung. Eine große Aufgabe für uns. Nun, Michi, du hast deinen Flügel und den Chlorenschein zurückgehalten. Nein. Wie, trotz deiner Gebete hat Yggdrasil dir deine himmlischen Kräfte nicht zurückgegeben? Tut mir sehr leid, Michi, dann musst du diese bedauerliche Zustand wohl noch etwas länger erdulden. Wirklich? Dein Gebet hat Yggdrasil wurde mit einem mysteriösen Traum beantwortet? Erzähl mir bitte davon und lass nichts aus. Ich muss die Wolken beschreiben, ne? Oder was? Das ist... mysteriöser Traum. Die eine Stelle will die Welt zerstören und die andere will sie retten. Ich befürchte, dass einer von uns unergleiche Zwist vonstatten geht. Der Verlust deiner Flügel und deines Glöhnscheins ist tragisch, aber vielleicht liegt darin eine tiefere Bedeutung. Und immerhin kannst du jetzt ja den Sternenexpress nutzen. Ich glaube, dein Traum war eine Botschaft vom großen Architekten selbst. Wenn der Allmächtige dich aufgefordert hat, die Flügel zu suchen, dann ist dies deine vornehmste Aufgabe. Die Flügel bergen Yggdrasils Kräfte und sind vielleicht der Schlüssel zur Rettung der Erde und des Observatoriums. Es ist angeboten, Michi, du musst dich sofort auf den Weg machen. Bring die feigen Wohlbehalten zurück. Unser aller Schicksal liegt in deinen Händen. Oh, das ganze Schicksal der ganzen Welt liegt es in meiner Verantwortung. So. Hallo. Du hast mich länger am Hals. Wo ist denn der alte Fettsack nur hin? Ich dachte, ich finde ihn hier, wenn ich zurückkomme. Vermutlich ist er ins Protektorat gestürzt, als die Lichtstrahlen eingeschlagen haben. Muss ich den alten Kauz jetzt aufspüren? Soll ich ihn echt suchen gehen, aber ich habe wohl keine Wahl, wenn ich mir meinen Lohn unter den Fingernagel reißen will. Oh, hallo Michi, hätte ich nicht erwartet, dich hier zu treffen. Aber ich habe leider keine Zeit zum Bauen, ich muss nämlich gleich los und jemanden suchen. Wie bitte? Du musst also zurück auf die Erde. Dann können wir jetzt zusammenfahren, das trifft sich ja wunderprächtig, also dann gehen wir. Ja, sie stößt sich wieder mehr an.
Also dann, unser fliegbarer Satz wird uns in Hand und Tränen zurück ins Reich der Sterblichen bringen. Aber der alte Kasten ist immer noch nicht wieder ganz fit. Ich frage mich, ob wir es in ein Stück darunter schaffen. Oh Moment, was für ein blaues Bumsdings. Vielleicht können wir ja darauf ganz leicht landen. Bumsdings. Tja, etwas Blödes fällt mir leider nicht ein. Wenn da gerade keiner geht. Ich hebe es nicht ab. Gedanken wie das machen wir es. Aufgepasst, Sterbliche, willkommen! Ich muss immer irgendwer anrufen, wenn ich irgendwas mache. Das ist immer so. Ja, jetzt geht das Abenteuer erst so richtig los. Das, also, das, was davor war, die Endgegner, ist nix gegen das, was jetzt kommt. Jetzt wird es erst richtig schwer. Also das, was vorher war, war alles einfach. Auch wenn ich mal relativ schwer dann habe. Aber das war eigentlich noch die einfachen Endgegner. Jetzt wird es erst richtig schwer. Alles klar, sieht gut aus. Wir sind fast da. Also jetzt wird es wirklich schwer. Was ich weiß, wird es schwer. Und sehr anstrengend, glaube ich. Meine Damen und Herren, wir sind soeben am Ziel angekommen. Alle aussteigen bitte. Ja, wir sind auf einem Baum. Im Augenblick können wir wohl nur an Orten mit diesen blauen Bäumen landen. Von hier aus geht es also zu Fuß weiter. Wenn du zurück auf den Scheinungsplatz willst, musst du wohl auf den Baum rumlatschen, bis du einen Weg findest. Ich denke, das Gebäude, das wir sehen, ist der alles neue Abteil. Dort kannst du die Berufung ändern und so kommen. Also sind wir da. Das ist immerhin zum Überlaufen vollgehammelt mit Leuten. Und wo Leute sind, ist immer was los. Also ich bin auf einer Menschenjagd und du hältst auch schon nach Früchten. Dann mal Weizmanns Dings. Ha. Das heißt Weizmanns Hall, glaube ich. Die Pferden von Michi tauchen auf. Blub. Oh ja, ich kann mich noch an das sehr, sehr gut erinnern. Ich kann mich an das, was jetzt passiert, noch sehr gut erinnern. Ich weiß, das, was jetzt kommt, ist ziemlich schwer gewesen. Und die Feinde waren auch nicht ohne. Aber ich werde die Berufungen von meinen Kameraden und von mir selber so lassen. Das war doch das. Wenn ich mich rechte entsinne, muss es das sein. Du musst kurz reden mit denen. Das ist einer der blauen Aufsuchen und Berufen. Da darfst du ja nicht besser helfen. Alles neue Abteil der. Ja, das ist alles einmal vollziehen. Oh, das wollte ich nicht. Egal. Aber was ist denn nun los? Im Bau von uns sind doch um die halbe Welt geflohen, um hier Berufung zu erinnern. Genau, die Reise hier war teuer und nun sagt ihr, dass wir unsere Berufung gar nicht ändern können. Eine harte Reise für einen alten Knochen wie mich. Dabei wollte ich doch immer schon Zimmermädchen werden. Also Zimmermädchen, du bist der. Egal. Ich gehe hier nicht weg, bis ich mein schönes Kostümchen und meine Staubwedel habe. Es tut mir wirklich sehr leid, aber absolut süß ist es halt nicht da anwesend, wenn ihr also noch ein bisschen warten könnt. Wie lange sollen wir denn nur warten, wenn das so weitergeht? Denn wir hier nächstes Jahr immer noch beschissen rum. Bedauere diese Unannehmlichkeiten stets und bitte euch weiterhin um Geduld. Oh ja, was will der von uns? So, aber ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Wenn der Part euch gefallen hat,
dann würde ich mich über einen Daumen freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich über jeden Abo freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao.